Hallo und herzlich willkommen zu Avatar Frontiers of Pandora. Ich bin Chilium81 und mit dabei ist wieder die Hani. Hallo! Na, ihr? Schön, dass ihr da Pelzigen seid. Freunde? Schön, dass ihr da seid. Außerdem haben wir natürlich wieder Vinny als Moderator mit an Bord. Ja. Namen zusammen. Schauen wir mal, wie es heute weitergeht. So, ist Hani schon da? Ich habe sie eingeladen. Nee, warte mal, ich habe hier, glaube ich, ein Problem. Warten Sie mal kurz. Ohne Problema. Kannst ja inzwischen meinem Antrag schon mal stattgeben. Das wäre schon mal ein super Move von dir. Ja. Ich als alte Amtsperson. Alte Amtsperson. Alte Amtsperson. Ich meine, müsst ihr Ne? etwas sagen, wir sind alt beide oder was? Nein, dann bin ich nur eine Amtsperson. Ach so. Wieso? Ich habe gar nicht gesagt, dass du alt bist. Also, Ja, wir sind aber dasselbe Baujahr. hm. Ha! Katsching! Oder du dumm. Ach nee, ihr beide nicht. Ja, wie immer, ne? Auch schön, schön. Ich glaube, jetzt klappt es langsam. Wird gleich wieder das Gesabbel losgehen, wenn man so ein bisschen Intro kriegt. Was ist zuletzt passiert, ne? Priya. Alles okay? Nicht ganz. Die Daten von den Bohrstellen. Russland hat einen größeren Plan. Keine Risse in Aua. Meteoriteneinschläge. Also von der Größenordnung her. Nicht das Phänomen selbst. Langsam, Priya. Was hast du entdeckt? Trinella, ich schicke die Daten. Du musst eine Simulation durchführen. Wieder Scheiß im Kopf, glaube, besser wird's. Alles verschmutzen. Könnt ihr beide herkommen? Ach ja, hier sind wir ja noch. Alles klar. Ach ja, wir wollten ja die Basis hier auseinandernehmen, nicht wahr? Und ich muss noch einmal die A-Lager zerstören. Ja. Ich komme so schnell ich kann. Kommt, sobald ihr könnt. Okay, sehr spannend. Okay, wir sind ja immer noch da in der Nähe, das ist sehr gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, wo wir hin müssen. Da hinten. Ja, hier hinten an diesem Warte, ich gucke Felsen nochmal. vorbei. Ist hier noch irgendwo was? Nö, nicht so gut. Gut, heute im Laufe des Abends werden wir auf jeden Fall nochmal gucken, dass wir uns noch schöne Ausrüstung herstellen, bevor es weitergeht. Ja, Weil Quests aber jetzt. haben wir momentan nicht so viele, ne? Die wir zusammen machen können. Jetzt machen wir erstmal hier Boah, ich die glaube, ich weiß, was Basis. das ist. Ja, ich glaube auch, ich weiß, was das ist. Verwundbare Stellen. Treibstoff. Energie. Es gibt keine Basis ohne. Irgendwer schießt doch schon mal. Spielen Weiß die ich auch da schon nicht. wieder mit den Tieren oder was? Ey, das ist so assi. Zerstöre Kraftstofffässer. Oh ja! Oh ja! Feuerio! Wo sind denn diese Kraftstofffässer? Die sind hier überall. Oder? Weil dann sollten da auch Gegner sein, das wäre ja schön. Ja, sind auch welche. Ha ha ha! Hani ist da! Machen Sie sich keine Sorgen, alles wird gut. Ganz schön. So, hier gibt es auf jeden Fall keinen Entkommen mehr. Nein. Oh. Ich schwimme wieder im Wasser, aber ein bisschen zu dicht. Irgendein Fettklötz schießt hier auf mich. Ja, den ganz fetten habe ich hier. Aber Oh, ich werde gerade beschossen. Oha. Oha. der liegt. Oh, hier ist eine Tür. Was ist denn hier drin? Kann man da rein? Mach mal auf. Mach doch mal die Tür auf. Oh ja, das wird schön. Oder? Und bam. Oh. Oh. Sehr gut. So gefällt mir das. So muss das sein. Den haben wir auch zerlegt. Hani, dir ist klar, dass ich auch noch irgendwo bin hier. Oh. Nö, nö. Keine Rücksicht. Ich werde beschossen. Schon wieder von irgend so einem komischen Franz. Muss er denn? Ach da. Komm mal her hier. Warte mal, hier war da auch noch einer. Ach, da unten bist du. Komm mal her. Hier, riech mal meine Füße. Okay. Ich hatte hier wieder Verstärkung, aber die habe ich zerlegt.
Los, mach die Luke auf hier. Oh. Ach, da ist noch einer. Warte mal, den muss ich immer ganz kurz meinen Fuß in die... Was heißt hier weg von mir? Ich hau dich jetzt eine. Komm mal her. Ja. Oh. Wo ist es denn? Ich höre doch schon wieder einen Hubschrauber, ne? Ja, hier war gerade einer. Hm? Aber wo er jetzt ist, weiß ich nicht. Okay, ich wollte so, noch mehr zerstören. Okay. Hier ist noch was. okay. Priya, die Basis ist zerstört. Wo bist du? Hole mir die letzten Proben, dann sag ich Anker. Ah, das ist nicht gut. Gehört er zu uns? Ja, nein, das war eine RDA-Patrouille. Mach doch jetzt mal die Tür auf, die ging doch vorhin noch auf. Wieso geht die jetzt nicht mehr auf? Sie kommt zurück. Schatzi, hörst du den Funk eigentlich auf, wenn der Funk bei Marcel läuft? Hörst du das auch? Ja. Wäre schön, wenn wir den Funk auch in Gänze hören dürften. Das wäre ganz toll. Dankeschön. So, dann gehen wir hier nochmal ein bisschen absuchen. Marcel, die Tür mobbt mich. Ja, das jetzt ist wieder so ein Mobbing-Kontingent. Willst du da in der Tür? Ist da irgendwas? Ja, habe ich ja gedacht, aber hier ist gar nichts drin. Hier sind bloß Computer, so eine Kacke. Kannst du nicht mal kaputt machen, die Dinger. Ich habe gedacht, da liegt wenigstens noch ein bisschen... Wie? Ich weiß, dass du da draußen bist, hä? Oh! Oh, da sind ja noch welche, die laufen ja. Wo ist er denn? Ach, da. Da ist gerade einer weggeflogen. So. Hier ist auch ein bisschen Loot. Gut ist gut. Ja. War hier nicht eben noch eine große Kiste? Ja, mir war auch so. Die suche ich ja gerade. Ich muss hier drinnen sein, oder was? Nee, da war ich ja schon drinnen, wenn du da die Tür meinst. Da ist nichts mit Öl. Nee, hier ist noch ein Gebäude mit einer Tür. Die mobbt mich auch gerade. Ja, das ist bestimmt die Tür, wo ich war. Die Mobbing-Tür. Ja. Gibt es bestimmt keinen Anti-Mobbing-Beauftragten. Ein Anti-Mobbing-Beauftragten? Gibt es in der Firma. Nicht in jeder, aber es gibt es. Okay. Du brennst. Ja, mir war kalt. Weißt du, deswegen bin ich da mal hingegangen. Ja, aber ich habe ja gepustet hat eben. Ich brenne auch gerade. Ich wollte bloß in die Tür rein hier, aber irgendwie geht ja, hier ja, Hanni ist schon wieder Feuer und Flamme für die Sache, ne? Ja. Sag mal, wer hat diese Tür hier entworfen? Schrecklich, ne? Ah, hier ist die Kiste. Ja, da wollte ich auch rein, genau die. Lass mich rein, bitte, lass mich rein. So, jetzt bin ich drin. Oh Mann, ey, das ist doch... Ja, und hier bin ich... Aua, ich brenne schon wieder, ich brenne. Ich brenne. Oh schön, das ist auch ein schönes Bild. Hä? Oh Mann, das hätte ich oh gerne Mann. Als Green so. Mit den Flammen. Ja, nee, ist klar. So. Ach, guck mal, hier sind die großen Anzüge noch. Die haben sie gar nicht alle genutzt, ne? Nee. Sind sie auch nicht zugekommen. Naja, da wollte ich gerade sagen, da kamen sie doch gar nicht zu. Kannst du die auch nicht hochjagen? Oder? Die kann ich nicht hochjagen, glaube ich Schade. Nicht. Schade. Nee, nicht mehr. Das hätten wir vorher machen müssen. Ja, wenn wir Basen erledigen, dann können wir da nicht mehr so. So, da hinten haben wir irgendwas. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wollen wir Hydroinjektor Alpha? Weil dann kommen wir da oben gleich zur Questmarkierung. Ah, ja. Dann sind wir da nicht mehr so weit vom Schuss. Priya? Alles okay? Das klang gar nicht gut. Wir sind in Ordnung. Naja, wir verstecken uns in einer Höhle und die Idioten haben okay. uns noch nicht gefunden. Kann aber nicht mehr lange dauern. Na dann los. Von mir. Haltet durch. Muss mal ganz kurz Pfeile herstellen, warte. Was ist denn jetzt mit Priya passiert? Ich hab das ja bei dem ersten jetzt nicht so richtig mitgekriegt. Na, die wurden jetzt nur verfolgt.
Die wurden jetzt nur verfolgt. Die waren ja bei diesem einen Lager, wo wir die Daten gesammelt haben. So, und dann sind da nachher welche hingekommen. Die sind zurückgekommen. Und dementsprechend sind die abgehauen und jetzt wurden die verfolgt. Und wir dürfen natürlich auf unsere Verbündeten aufpassen. Ja? Ah ja, alles klar. Danke. Dementsprechend, da sind sie doch schon. Dementsprechend dürfen wir die ADE zerlegen hier. Die alten Schweinebacken. So, den ersten hat's schon erwischt. Hallo, kleines Menschlein, komm mal her. Oh, da ist so ein richtig fetter Moppi wieder. Dass ich nicht laufen kann, während ich den Bogen spanne, puh. Für ein Spiel nicht unbedingt das Beste, aber gut. So. Nur fliegen ist schöner, du. Wieso, bist du auf so ein Blatt gekommen? Voll auf so, voll auf so ein Bambam-Pad. War auch sehr schön. Hier oben ist wieder ein kleiner Freund. Ein Zäpfchen. So, ein Zäpfchen, ja, genau. Und die gerade weggeboxt. Priya, war's das? Alles okay? Ich weiß nicht, ob da noch mehr kommt. Es ist sicher, die RDA ist weg. Hier hinten hatte Arnie auch Spaß mit den Gegnern. Das ist auch sehr schön. Und hier, das wollen wir doch mal sehen. Irgendwo war doch hier noch eine gelbe Kiste. Und Unterbodendusche. Los geht's. Was machst du da? Ich wollte das mal musst sagen. Du auch machen. Das musst du auch mal machen. Damit was wir das denn? Sehen. Damit wir das sehen. Einmal bei der Wasserfontäne. Die hier. Ein BD. Hier drüben. Genau. Ach, so eine Rektaldusche? Analdusche, ja. Whatever. Ja, aber. Sehr gut. Aua, das hat mich verletzt. Ja, macht Schaden, aber ist echt witzig. Ja. So. So, jetzt bin ich untenrum wieder pipifax frisch. Ja. Okay. Wo ist die denn jetzt? Also hier sind Körbchen. Hier ist doch irgendwo eine Höhle. Hier sind sie. Hier sind Körbchen, Ani. Da wollte ich erstmal ein bisschen reingucken. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Hallo, guten Tag. Weißt du, auf der Erde schweben Felsen nicht. Dieser Anblick haut mich jedes Mal um. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Ich habe mich auch noch nicht an Pandora gewöhnt. Es gibt viel mehr zu entdecken. Genau deshalb müssen wir sie unbedingt beschützen. Richtig? Zum Glück kann das Land mit dem Gift fertig werden. So genial ist deine Welt nämlich. Als Ökologin auf der Erde... Nun ja, mein alter Professor meinte immer, Ökologie sei Pathologie. Das ist so traurig. Absolut. Pandora ist so lebendig und wunderschön, dass es mir Angst macht. Ich würde alles tun, um sie zu beschützen. Ich muss das simulieren, aber Mercers Plan wird sicher alles zerstören. Die Clan-Anführer besprechen gerade im HQ, wie wir ihn stoppen können. Ich hoffe, es ist möglich. Weißt die Clan-Anführer. Komm ins Hauptquartier. Wir brauchen dich. Hey, also, ich habe hier was, um die alte Station aufzuwerten. So. Bin gleich da. Mal gucken. Oh, wir können das immer noch nicht machen. Die verborgene Schwäche. Ich habe gedacht, jetzt können wir das mit den beiden machen hier, sie mit Nachweisung. Also nicht wir machen das mit ihr, sondern sie mit der anderen. Weißt du? Nee. Ich weiß nicht. Also ich weiß, was du meinst, aber so wie du es formuliert hast. Ja, das ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hui, und jetzt hier nochmal rauf. Das war ja geil. Und jetzt stirbt sie auch fast. Nee. Aber fast, ich hab's gesehen. Aber das war gut, das war richtig gut. Ich sehe ja nicht. Ob das mit dem Ikran auch geht? Nein, der mag das nicht. Der wäre aber auch sauber. Also. Ja, aber der mag das nicht. Ich bin da schon mal versehentlich durchgeflogen. Die verborgene Schwäche heißt die Quest, ja? Okay. Verborgen. Machen wir die jetzt?
ja, wir haben sonst nur getrennte Verbindung und Pandora und das alles. Naja, nee, Pandora können wir erst machen, wenn wir Prias Aufgaben erledigt haben. Ja, aber was sind denn Prias Aufgaben? Na, das, was wir jetzt machen sollen. Wir sollen noch zum Widerstand kommen. Ja, dann gehen wir da mal hin. Ne, gucken wir mal. Wir waren schon lange nicht mehr da. Nee. In der alten Büffelhöhle hier. Da muss doch hier stinken drinne. Boah, das riecht bestimmt besser. Guck mal, die haben doch schön hier mit Holz. Das riecht bestimmt gut. Besiedlung? Wenn du mich fragst, extrem typisch für die RDA. Eigentlich weit über die RDA hinaus. So, sollen wir da nach oben oder wo müssen wir hin? Nee, ich glaube, wir müssen hier wieder rein in diese... Ja. Wieder durch die Mobbing-Tür. Ja. Also wenn es da zu schnell durchgeht, dann ist es auch vorbei. Das war ein riesiger Verlust. Pandora stirbt in ihren Händen. Sie nehmen das Land. Nein, unser Ernst. Blut, du drückst die Menschen die vergessen. Wir sind unbesiegt. Gedacht, als wäre da Weber. Oder irgendwer. Was habt ihr zum Kämpfen mitgebracht? Nicht. Du weißt Farbe? Schon, giftig? Zum letzten Mal. Unser Eins hat es nicht nötig zu prahlen. Ich zeig es dir. Boah, alles redet. Oh, Hani, hier ist einsammel Wahres. Guck mal. In der Tat. Bevor nicht wahr? Was ist denn hier? Na, ich konnte da noch zwei Notizen oder so einsammeln hier, ne? Achso, nee, die habe ich dann bestimmt schon. Neu einmal Logbuch. So, hier ist noch was. Na, ich glaube, ich laufe erstmal so rum. Aber habt ihr das eben mitgekriegt, Leute? Die quatschen ganz schön viel. Du hörst alles, was die da so erzählen. Und jeder quatscht. Da quatscht einer von links, einer von rechts. Du weißt gar nicht, wo du zuerst hinhören sollst. Schön über Kreuz. Mach mal bitte nochmal ein Bild von der Gedenkstätte. Sie ein Bildchen? Vielleicht das Land ja. Zerstören. Okay. Oder ich mach aber nicht von ein bisschen mehr vorne, wenn... danke. So? Noch ein bisschen von vorne. Noch ein bisschen von vorne. So, ja so, warte. Ja. Stillhalten. Ist aber auch wieder ein schönes Licht, ne? Ich muss so warten, bis der die Sequenz hier nachzieht. So. Schon genug mit unseren eigenen Problemen. Träubchen, danke sehr. Also es wäre auch schön, wenn Sony uns die Möglichkeit wieder geben würde, eigene Hintergründe, dann könnte man so eine schöne Bilder selber da haben. Ne? Aber ja. Finde ich sehr schade. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Wollen wir erstmal noch gucken, was wir hier so beim Handeln, ob wir da noch was kriegen, ob da vielleicht was Neues ist. Ich glaube, da kriegen wir nichts mehr. Das ist trotzdem also da rein. Ist der Zug abgefahren. Guck trotzdem mal rein, naja, sieht nicht so gut aus, eine Sturmgewehre. Also nur noch mal für die Leute zur Information, der Link, der im Chat ist, schelim81.de, da sind auch Bilder, die wir hier im Game gemacht haben, sowie auch kleine Clips, auch wieder zu finden. Könnt gerne auch eine Bewertung da lassen. Würden wir uns natürlich auch sehr drüber freuen. Danke. Sehr schön aufgesagt, Winnie. Wie lange hast du geübt? Gar nicht, sowas krieg ich so hin, hallo? Weiß ich doch. Das wollte aber auch wissen. Marcel, wir haben vorhin eine Notiz eingesammelt, die heißt Sesva Sterbekultur. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist. Weiß ich auch nicht. Hier geht gerade alles so, schief. Was das hast du denn? Rajenda. Aber ich würde gern probieren. Ist das was zum Lesen oder was zum Hören? Ich weiß nicht. Du bist mutiger als ich je. Du brauchst was Neues. Damit meine ich noch nicht mal die außerirdischen Bakterienkulturen. Hey, wir sind im All. So, was haben wir hier? Eine Mod, ja, Hacking. Sichtkontakt für 5 Sekunden unterbrechen und dann haben wir für 15 Sekunden Fernkampfwiderstand. Ja, das sind so Sachen, die hören sich ein bisschen klein an, die machen wahrscheinlich einen großen Unterschied später. Aber sind nicht Sachen, mit denen ich spielen möchte. Bewegungsgeschwindigkeit nach dem Töten eines Gegners. Ja, würde ich gerne machen. Wenn sie alle ihre Anzüge stehen lassen und dann nur Menschen sind. Dann flitzt du da nur so rum, weißt du, und boxt die einen nach dem anderen weg. Das wäre bestimmt. Wollt ihr Rose kaufen? Lass dich nicht zerstückeln. Nächste Rose kaufe. Lass dich nicht zerstückeln. Ja, ne, das ist ein Schlachtruf. Sehr motivierend. Der soll mal aufpassen, dass ich ihn nicht gleich zerstückel. Sind noch da. Du schneidest gleich das Wichtigste ab, ne? Oder die Zunge. Störung mit ansehen zu müssen, muss schrecklich. Mercers nächster Bohrturm wird viel Land zerstören. Worauf warten wir dann noch? Durchbrechen wir ihre Tore und schnappen uns diesen Winzling. In die Basis kommt keiner rein. Die Ikran sind der Tod von oben.
Seht ihr die Türme? Sie schießen uns vom Himmel. Denkt ihr, dass nicht einmal die Seswa das Lager stürmen können? Mein Volk weiß, wie es ist, allein zu kämpfen. In der Einheit liegt die Kraft. Aranahe, Seswa, Kametire und Sarentu. Wir können die Basis nicht frontal angreifen. Aber Mercer hat einen Schwachpunkt. Priya? Mercer hat eine neue Technologie. Seht ihr diese Sensoren? Das ist ein Sonarverteidigungssystem. Klingt gruselig und ist es auch. Ist aber auch ungeschützt. Eine Schwachstelle. Wie dumm, oder? Wenn jemand hochfliegt und sie manipuliert, kann Alex sie hacken. So können wir den Bohrturm lahmlegen. Ich kenne sie. Übernehme das. Dann fliegen wir mit dir. Danke, aber je weniger Leute, desto besser. Und wenn du scheiterst? Haltet eure Leute bereit. Du hast gesehen, wozu Mercer fähig ist. Okay, das klingt irgendwie schon nach Auftakt zum Ende, ne? Also fetter Kampf mit allen Clans und so. Schwemmi steht da auf dem Ding 97%. Alle Vorbereitungen, okay? 87, glaube ich. Aber wir gucken gerne nochmal. 87. Ja. Übrigens, Winnie, ich finde das ganz gut. Du hast ja Bilder gemacht und die mit mir geteilt. Ich fand das sehr gut, dass du Stück für Stück auch die Bilder von diesen Balken gemacht hast, ne? Quasi als Fortschritt mal zwischendurch mit eingespielt, ne? Finde ich gut. Ach so, ja, ja, von den Sauberkeitslevel meinst du? Ja. Genau, finde ich gut. Super, das ist gut. Nein! Ich versuche alle so ein bisschen adäquat einzufangen. Du willst das ja sowieso noch ein bisschen nach. Aber ich habe dir ja jetzt wieder was Neues hochgeladen. Du wirst deinen Spaß haben. Ja, momentan werde ich gerade wieder von der Tür gemobbt. Das ist anderer Spaß, den meine ich. Ich würde dagegen boxen treten, wenn könnte du. Aber den Clip habe ich mir heute extra ausgeschnitten mit eurem Batman-Dingens da. Also da musste ich gestern beim Zugucken echt drüber lachen. Das war so schön eben. Auf in die Hülle. Das war richtig mega gut. Und ja. Sie auch richtig schön eingestiegen ist. Das war so, ist auch ein Wehe, sie verpatzt das jetzt, weißt du? Da kann man doch schön rumalbern, finde ich gut. Da kann man ruhig ein bisschen machen. So, Hani, ich gucke jetzt mal gerade bei meinen Fähigkeiten rein. Bisschen was haben wir schon gemacht. Aber das macht es nicht besser. Puh. Das war ein riesiger Verlust. Also ich glaube ja, man kriegt komplett alles voll. Müsste allerdings ein bisschen intensiver sammeln, als wir das bisher gemacht haben. Ne? Am Anfang war es ja noch ein bisschen intensiver, wo wir dann gesammelt haben, diese Tarsio-Setzlinge, ne? Eben halt zum Skillen. War ja grundsätzlich auch gut. Und wie man jetzt sieht, na, da fehlt noch einiges. Ja, vielleicht holen wir da noch ein bisschen was nach, dass wir uns noch ein paar Setzlinge holen. Auf jeden Fall bin ich dafür, dass wir uns Ausrüstung herstellen. Ich guck mal eben noch, ich hatte doch hier, ja, Spitzenfähigkeit, Handwerksmeister. Das finde ich gut, das mache ich. Da werden wir auf jeden Fall Material benötigen. Quest aktualisiert, getrennte Verbindung. Ja, da hatten wir doch gestern versehentlich ja. Schon einen Teil davon gemacht, weil da hatten wir schon ein paar gefunden. So, wenn ich jetzt die Verfolgung abbreche, ist ja nichts weiter. Dann aktualisiert er das so, wenn ich in die Nähe komme, aber sonst nicht. Aber nicht die Seswa. Okay, dann müsste ich mich ja auch irgendwo... Aber das sind jetzt alle Quests, die noch da sind? Das sind jetzt alle Quests, die wir zusammen machen können. Es sind momentan drei und die oberste ist immer geschichtlich. Ja. Aha. Und die zwei gehören zwar auch zu der Geschichte, führen aber nicht zum Story-Fortschritt. Und das hier sind Erkundungsquests. Ja. Da kann man für den einen kochen oder sonst irgendwas. Das ist, wie man sieht, auch nicht wenig. 13 Stück und wir haben schon einen Teil gemacht. Und Clan-Beiträge, wie man sieht, 33 ist auch nicht ohne. Aber die ganze Zeit wirklich nur sammeln zu wollen, weil diese Clan-Beiträge ist wirklich nur sammeln und abgeben. Ja. Wäre mir persönlich jetzt ein bisschen viel. Aber ja. Das ist endlich alles, ne? Also da steht ja 33 und 13 und 3, Nein. Das sind alles endliche Sachen. Oder kommen dann wieder neue Sachen bei den unteren beiden dazu? Also Clan-Beiträge ist so, jedes Mal, wenn du ein neues Lager findest, fährst du ans Körbchen und kriegst einen neuen Clan-Beitragsauftrag. Das heißt aber auch hier auf der Karte zum Beispiel, haben wir irgendwo was, wo ich noch nicht war?
Also mal gucken. Also wenn wir irgendwo noch nicht waren, wie hier unten zum Beispiel, da ist auch was. Wenn man das so sieht, hier unten, wenn ich da hinkommen würde, dann wäre noch einer mehr von den Clanbeiträgen. Ja, das sind immer so diese Lager hier. Diese kleinen, die geben immer diese Clan-Beitragsquests. Und so eine blauen Punkte mit Computerterminals, die geben uns Quests. Wo ist das jetzt hier? Da, der Weg nach Hause. Da kann man Comichefte sammeln. Da muss man erst das Bild auf der Karte suchen. Und dann erst kriegt man eine Questmarkierung gezeigt und kann sich eine Comicseite holen. Ein bisschen was haben wir da gemacht. Zwei, glaube ich. Und hier fehlt noch Nummer 6. Das sind 10 tatsächlich und 11. Die Sachen, die ihr nur einzeln machen könnt. Also nicht irgendwie gemeinsam. Ja. Genau. Okay. Genau. Clanbeiträge kann Hanni hier nicht machen. Und Erkundungsquests bringen ihr hier auch nichts. Die muss sie bei sich nochmal machen. Deswegen macht das auch nicht wirklich Sinn, wenn wir das hier zusammen machen. Ich meine, eine oder andere können wir eventuell ein bisschen was zusammen machen. Nur um das aber zu die zeigen. Sind eh verbuggt bei mir. Also ich habe ja schon gedacht, ich mach mal schon ein paar. Aber ich kann die nicht abschließen. Sag mal, hatten wir nicht hier auch so ein Beutel, wo wir Sachen ablegen können? Wo war denn der? In der unteren Ebene, glaube ich, liegt er irgendwo, wo Solek jetzt ist momentan ist. Hier ist er. Ja. So, hier. Siehst du. Na, dann gucke ich mal bei mir im Beutel rein. Essen ist natürlich wieder voll. Mods ist natürlich auch genug, Waffen genug. Essen und so, ja, das ist jetzt nicht so dick. Okay, aber es war auch so, wie ich es gedacht habe. Das ist ja ulkig. Für eine Quest hatte ich hier diese Hirschflügel-Ameisennektar, ne? Den sollten wir doch abgeben. Ja. Und Radarpilze, die zeigt er immer noch als Questgegenstände, wahrscheinlich wegen der Sammlerquests, ne? Diese Erkundungsgeschichten, wo ich die abgeben muss. Ansonsten wäre das ja noch von der Quest übrig. Ja, Hanni, ich würde sagen, wir gucken mal, was wir uns so Schönes herstellen können. So. Schnelles Anlegen, Also ich würde sagen, Ausrüstung gucken wir mal, dass wir uns da noch ein bisschen verbessern, dass wir einfach mal zeigen können, wie hoch kommen wir. Bis 20 kann man mindestens. Ob man höher kann, werden wir noch sehen. Ich glaube es nicht. Nein. Persönlich. Ne, aber hier, guck mal, Leben, das ist bei mir noch, ich finde das ein bisschen wenig hier. Mit rund 150 Leben. Da geht deutlich mehr. Man muss aber selbst herstellen und das Material haben oder kriegen. Ne? Und da werden wir jetzt einfach mal gucken, dass wir uns dann noch ein bisschen was vorbereiten. Ich denke mal, die Thanatoren werden da auch eine Rolle spielen, weil das sind so ziemlich die stärksten Tiere, die ich bis jetzt so mitgekriegt habe. Ne? Ja, aber ich weiß nicht, inwieweit man dann auch hochleveln kann. Ich habe ja schon einige Zähne hier. Warte mal, was habe ich denn hier von diesem... Was ist das hier? Sturmgläterzahn, was ist das? Also ich bin erstmal hier oben bei dem weinenden Riesen, erstmal unten bei diesem... hier dieser Zahn von diesem Thanator, der hatte 83 Gesundheit. So, gucken wir doch mal. Kann ich hier irgendwas... Das ist auch wieder questbedingt für irgendwas anderes. Sieht man an dem Symbol hier. Warte mal, was könnten wir denn noch aufwerten an Waffen? Jetzt muss ich erstmal gucken, Schusswaffenschaden, Schleichschaden, Schusswaffenschaden. Der hier wäre interessant. So, da ist diese Rinde ein Muss. Okay. Wo bist denn du gerade drin, ne? Zapfen. Kopfschutz. Ich bin gerade Feldlabor und guck mir gerade einen Kopfschutz an. Rajindas Kopfschutz bis 225 wäre schon gut. Ein Umhang bis 244. Die anderen machen auch 215. Die Kopfbedeckung von Sani und der Sarento auch. Ein 256er Armband? Also die Armschienen? Puh. 119, 256. Nee, weiß was. Gucken wir erstmal, was das für einen Satz macht hier. Schwemmi, kann ich dir trotzdem zwischendurch eine Frage stellen, die mich jetzt interessiert? Ja, klar. Ich habe heute bei einem gemeinsamen Bekannten, Freund, Kumpel, weiß schon,
erfahren, der hat sich das für PC runtergeladen. Er konnte sich aber das aktuelle Update nicht ziehen. Warum, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls hat er mit der Version gespielt, die da quasi zur Verfügung stand. Der ist ständig durch die Map geflogen. Und Türen konnte er nicht eintreten. Also gerade in der ersten Sequenz, wo sie doch aus dieser Basis flüchten am Anfang, da hat er diese Tür nicht eintreten können. Die ging nicht kaputt. Also grundsätzlich bei Computersachen, wenn man was neu installiert, am besten Antivir deaktivieren, weil das kann Sachen behindern und das kann auch zu Fehlern führen. Ja. Übrigens, der Windows Defender, ja, falls jemand den nutzt, der onboard ist, kann sogar teilweise Updates von Windows selbst behindern. Ne? Also so eine Sachen sind immer mit Vorsicht zu genießen und wenn man was Neues installiert, am besten deaktivieren. Temporär natürlich. Ne? Das nochmal so als Hinweis. Kann so hilfreich sein. Und, das ist ein starkes Stück, Alter. Und zusätzlich ist, wenn man Spiele erweitert, ja, wenn man Spiele zum Beispiel auf dem Computer hat, dann sind schon Ordner vorgegeben und so weiter, sind schon Strukturen da, dass später nur noch da rein installiert wird. Am besten kein CC-Cleaner und so ein Quatsch, der in Registry und leere Ordner löscht oder sowas, denn kann das sein, dass das nachher nicht funktioniert. Ja? Mhm. Also so eine Wartungsprogramme bin ich eh kein Freund von, die können tatsächlich viel kaputt machen. Ja? Denn es ist ja grundsätzlich gut, wenn man das jetzt so ein bisschen in der professionelleren Schiene weiterführen möchte, auf der PC-Basis, sage ich jetzt mal, zwei Rechner zu haben, ne? Oder zumindest zwei, also das getrennt zu halten irgendwie über zwei oder einen Server, so klein oder was auch immer. Hatten wir uns heute nämlich auch drüber unterhalten. Okay. Ja, es gibt Sachen, die machen mehr Sinn und Sachen, die machen weniger Sinn. Muss man natürlich auch für sich selbst entscheiden, ein Stück weit, aber so, was nehme ich jetzt hier? Elementarwiderstand brauche ich eher weniger. Ich nehme hier Sonnenzapfen mal. Nahkampfwiderstand ein bisschen. Dann löse ich den mal raus und nehme mal den rein. So. Dann gehen wir hier mal raus, dann gehen wir mal auf Zähne. So, Zähne, Geröllfeldtanator, da habe ich tatsächlich sogar noch einen Zahn. Bis 123, das ist schon krass. Die sehen aber auch aus, ey. Ja, ne, kann man sich die besser angucken? Ich glaube, ja, guck mal. Alter. Ich mach mal extra ein bisschen langsamer, ne. Finde ich ja schön, dass man sich sowas mal angucken kann, ne. Sonst hast du ja eh nicht die Ruhe weg. Ja, wenn sie angreifen, kannst du ja nicht stehen und sagen, ja, halt mal den Zahn habe ich schon mal. Fasern. Muss ich mal gucken. Fasern. Nebelblüte. Oh ja. Ja, okay. Ja, ich weiß. Nebelblüte. Oh shit, da müssen wir warten, bis Nebel ist. Oder solange das Wetter beeinflussen, bis da tatsächlich Nebel ist. Wie lange habt ihr beide so gebraucht, bis ihr so mit der Steuerung, also von Anfang bis quasi, also von Beginn an mit der Steuerung, dem ganzen Verständlichen, Maps technisch und menütechnisch klargekommen seid, wo ihr gesagt habt, so jetzt läuft das? Also menütechnisch hat ein bisschen gedauert, ansonsten so die Kampfsteuerung und so umschauen, schießen, abbrechen, das ist sehr intuitiv, also da kommt man schnell rein. Das ist... Ne, manche Sachen sind ein bisschen komplexer, so wie hier, da muss ich manchmal noch hoch und weil ich einen anderen Knopf nehmen will. Weißt du? Deswegen switche ich ab und zu mal. Weil hier das Blaue, da ist noch nicht ausgesucht, welche Sorte. Ne, das heißt, ich kann da nochmal draufklicken, hier zum Beispiel auf den Zahn. Na, ich gehe mal einen Schritt zurück. So, weil da die anderen Sachen noch drin hat. Jetzt drücke ich hier auf Jagdbuch anzeigen, dann habe ich nur das, wo ich Zähne herkriege. Und das Beste wird einfach der Tanner sein. Ne, und wenn ich jetzt hier zum Beispiel. Den muss ich rauslöschen mit Viereck. Ja, es wird angezeigt. Und dann hier rein. Dann weiß ich ganz genau das. Ne? Aber das die Menühandhabung, wenn man es verstanden hat, ist okay, oder? Ja, das geht. Das mit dem Kochen gefällt mir noch nicht so ganz. Ja, ich meine mal gut, man kann sich Favoriten legen und. Aber ich habe mich mit dem Kochsystem auch noch nicht wirklich beschäftigt. Ach so, okay. Ja, weil es kam oftmals so auch gute Sachen raus. Also ich musste da jetzt nicht irgendwie auf was akribisch achten. Und rumdoktern kann man da ja auch. Also ein bisschen rumspielen, neue Rezepte dadurch irgendwie rauskriegen. Ja, oder ekelhafte Rezepte. Ja, das geht alles. Ja, so Müffelkäse oder fettraumenden Eintopf oder irgendwie so. Keine Ahnung. So,
Terminator-Kralle habe ich einmal. Ich wollte mir was richtig Gutes herstellen. Ich weiß gar nicht mehr, was das eben war. Aber das kriegen wir raus, wenn ich das Material habe. So, hier war ein Zapfen. Greifenden Berges im Osten des verhangenen Waldes. Schlangenholzzapfen. Ja, da kann ich dir sagen, wo wir das herkriegen. Da müssen wir hier oben hoch. Ich markiere das mal. Schlangenholzzapfen. Okay, ich guck mir das nochmal an. Oh, Schlangenholzbäume, wie sehen die denn überhaupt aus, die Schlangenholzbäume? Weißt du was, da gehen wir einfach mal drauf, da kriegen wir ja hier auch hin. Ich weiß doch, so wo die ist, Schwemmi. So die besten hier beim Greifenden Berg, da habe ich schon welche geholt. Okay. Und ich habe schon markiert. Du hast es markiert. Ach, da oben, okay. Hm? Müssen wir hinfliegen. Können wir ja. Ich mir jetzt auch was anderes vorgestellt unter Schlangenholz, ehrlich gesagt. Naja, sieht schon so ein bisschen schuppig aus. Doch, das sieht schon so ein bisschen aus, ja, ja. Ja, schuppig schon, aber das mit dem Geschlingel, Schlangenschlingel, so. Es geht bloß um die Optik dabei. Ja, das ja. Hanni, hast du hier diesen Moosplatz schon frei? Warte mal, Moosplatz. Ja, den habe ich mal markiert, ist da in der Nähe. Ja. Kannst du mal dahin reisen, weil dann nehme ich den auch gleich mit lang. Warte mal, warum kann ich denn da jetzt keine Schnellreise hin machen? Kannst du regulär keine Schnellreise machen? Deaktivier mal bitte die Quest, dann kannst du Schnellreise. Welche Quest denn? Na, wir haben doch die ein. Du hast doch die Quest bestimmt noch, die verborgene Schwäche. Achso, warte mal, aktiv. Dann markiere ich mir mal eine andere Quest. Warte mal, ja, so. Oder gehst du einfach auf dieselbe, dann wird die demarkiert, dann ist alles raus. Ne? Ach ja. Das geht ja auch. Dann bist du ein bisschen freier. Und dann dürftest du dich da auch wieder hinporten können, wenn du dann nochmal die Karte aufmachst. Nee. Nee? Das ist ein verlassenes Navi-Lager, wahrscheinlich deswegen nicht. Moosplatz, das Ding hier? Hm? Geh mal kurz normal ins Spielmenü, dann mach mal die Karte, also das Menü nochmal neu auf und dann versuchen wir dann. Weil du warst ja jetzt drin, hast die Quest. Auf inaktiv. Nee, kann ich nicht. Echt nicht? Okay. Computer sagt nein. Warte mal, ich geh mal, ja, oder dahin. Purpur zu Flucht und dann müssen wir mit dem Ikran hochfliegen. Ja, machen wir. Machen wir. Oh, das sieht aber schön neblig aus. Schön. Ich mag das. Ja, wo ist er denn jetzt? Ja, ich geh mal lieber ein paar hundert Meter weiter, bevor mein Ikran wieder sonst wo landet. Berechtigt, berechtigt. Ja, ist manchmal tatsächlich so. Also im Korb ist so, dass die Fahne, die schieben sich gegenseitig weg. Irgendwie. Als wenn die mega viel Platz bräuchten. Irgendwas hört hier doch schon wieder. Naja, die beschießen sich da schon wieder. Wo denn? Ach, direkt unter mir! Okay. Wo wird die mit lang. Ach. Nee, ich bin schon fast da. Nee, lass uns mal. Oh, da oben fliegen wieder Hubschrauber. Und Ikrane. Ich hätte mal. Ich werde mir den Spaß mal nachher erlauben. Und mal gucken, ob ich noch eine alte, eine billige, ganz einfache, lumpige Schrotflinte finde. Und dann werde ich dir mal was Tolles zeigen. Okay, wir haben es ein bisschen weiter markiert. So, oh, mal hier oh. Was ist denn da für Geknutter? Das ist bestimmt ein Hubschrauber in der Nähe. Das klingt nicht wie ein Hubschrauber. Doch, jetzt ja. Das klang aber kurzzeitig ein bisschen anders. Guck mal, da oben klingen sie doch.
Ja. Warte mal. Ja, da wo Hani ist, ist schon besser. Ich glaube, da ist die Qualität ein bisschen höher. Ja, man muss hier ein bisschen suchen. Also zumindest war das bei mir letztens so. Da musste ich ein bisschen durch die Gegend laufen und die ganzen Bäume absuchen. So. Beste Qualität trocken. Und trocken ist es ja. Ja. Nee, tut es nicht so gut. Das ist beste nicht so Qualität gut. Da stand beste Qualität gerade. Was jetzt? Nee, das ist aber nicht ausgezeichnet, wenn ich. Nee, das ist nicht ausgezeichnet, wollte ich gerade sagen. Achso, ausgezeichnet gibt es da noch, okay. Ja. Also, das erkennt man auch an der Farbe: Grün, Lila und Gold. Ah. Na, Seltenheitsgrade halt, kennt man von anderen Spielen auch. So, hier ist auch noch was: Gold. Ja, da ist nichts Gutes. Ja, durch den Blick, den du da machst, sieht man das häufig nicht, die Farbe. Ja, okay, gucken wir mal hier. Also die Qualität lässt sehr zu wünschen übrig hier. Ja, du musst hier ein bisschen suchen. Das ist hier komischerweise, obwohl das hier oben sein soll, musst du wirklich. So, gucken wir noch mal rauf. In der Nähe des greifenden Berges, im Osten des verhangenen Waldes. Das wäre eigentlich. Weißmooswaldbiom, Gerollfeld. Okay. Wieso überhaupt hier? Also ich habe hier auch schon in ausgezeichnet gefunden, aber es ist eben dauert. Ein bisschen. Im Osten. Da würde ich halt glatt mal da hingehen. Naja, das eine Ding haben wir ja auch gemerkt, eine bestimmte Richtung gehen macht ja dann auch Sinn. Weil die Qualität da besser wurde, ne? Weißt du es noch? Bei dem Stoßzahn oder so war das, ne? Naja, genau. Da war das auch so ähnlich. Mit dem Schilf. Das ist aber nicht das Richtige hier. Das ist wieder was anderes. So, hier habe ich schon mal in besserer Qualität was gefunden. Ist auch besser. Aber eben noch nicht das, was wir suchen. Dann gucke ich mal hier. Okay. Ich gehe mal weiter Richtung Osten, wenn ich da noch so eine Bäumchen finde und gucke mal, ob das einen. Da in ausgezeichnet oder. Ja. Okay. Ja, dann nimm du dir den mal mit. Brauchen ja beide was, ne? Ja, warte mal, ich guck mal, ob an dem Baum hier noch einer ist. Aber wenn man hier oben auf diesem Berg ist, da flimmert das immer so. Ah, warte mal, hier sind noch so eine Bäume. Ich guck mal gleich da ran. Warte. Vielleicht haben wir Glück. Ja, also hier ist die Qualität nicht so besonders, wo ich bin. Warte, ich glaube, ich habe gleich was. Hier ist nämlich schon wieder so ein Gebiet, wo es echt gut aussieht.
Okay. Hier, komm mal hier zu mir. Hier ist einer. Das ist wirklich eine Menge Sucherei. Ach so, okay, da. Okay. Der hier. Also das ist echt praktisch mit der Schnellreise zu dem anderen, ne? Ja, das ist tatsächlich praktisch. Oh ja, da erkennt man gleich, das hat so schon eine andere Farbe. Ja, ne? Das ist ein bisschen dunkler. Genau, so rötlich sah das jetzt aus wieder. Hm. Oh ja, ausgezeichnet. Sehr schön. Dann haben wir das schon mal. Die Kralle habe ich eh schon. Nebelblütenfaser. Trägen Sumpf im Norden des verhangenen Waldes. Wo ist denn der träge Sumpf? Warte mal, der träge Sumpf. Verstohlener Fluss. Hier hinten ist der träge Sumpf. Warte mal, ich mach mal meine Markierung weg. Warte. Da ja, hm, genau. Was stand da noch? Da müssen wir jetzt irgendwie hin. Ja, guck mal, hier ist doch, warte. Versammlung der Schützen. Da gehen wir mal hin. Ja, geh mal. Jetzt kann ich da auch hin und das freischalten. Ja, jetzt geht's mit der Schnellreise, ne? Das ist natürlich super. So, Versammlung der Schützen hatte ich nämlich vorher auch nicht. Du kannst doch das Körbchen begrapschen. Ja, guck mal. Er will da einen Bogen. Fand ich übrigens gestern auch sehr gut. Wo Jana doch den komischen Namen da gesagt hast. Wo du so lachen. Bei wem? Ach so, ja. Ja, ja, kaum geht Hani irgendwo hin, schon geht's ans Körbchen. Wer gibt wieder ans Körbchen, ne? Und was wir nicht gestern alles hatten. Kannst das Körbchen begratschen, ist ja nicht meins. Ja, ja, genau. Genau. Ja. So, Trägersumpf im Norden des Verhängnisses, weil das beste. Dann flitzen wir da mal hin, ne? Du hast ja da eine Markierung gesetzt. Ja, dann flitz mal dahin. Da kannst du lange warten, Honey. Beste Wieso? Qualität am Tag. Und öffnet sich nur bei Nebel. Wir haben gerade Nebel. Hier steht Morgendämmerung. Und neblig. Na, dann werden wir haben gerade Nebel. Nebulös ist es. Nebulös. Werden wir mal gucken. Die aufgehen. Ja, tatsächlich ist es auf. Aber die ist nicht sammelbar. Ja, doch. Aber die sind nicht so gut. Ich glaube, die sehen dunkler aus. Die sind nicht hell, die sind dunkel. Muss man aber ein bisschen rumlaufen. Hier stehen ja überall welche rum. Jo. Aha, hier ist schon mal eine. Die sieht schon mal sehr interessant aus. Die ist ein besser. Nee, die ist nur gut. Das möchten wir nicht. Wir sind da sehr wählerisch. Oh ja, wenn wir. Geh mal da rechts. Rechts, rechts, rechts. Geh mal rechts. Wir nehmen nicht den ganzen Schund hier, der hier so rumsteht. Hier vorne steht so viel rum, Winnie. Ja, ich habe gerade. Der hat so ein bisschen anders geleuchtet gerade. Vielleicht. Hab ich gedacht, ich lotse dich da mal hin. Du Schwämme, hier können wir auch noch mal durch den Sumpf rutschen und uns putzen. Ja, oder mit den anderen Tieren spielen, die da rumkommen. Ach ja, können wir auch machen. Das sind ja Rohre, wo gehören die denn zu? Aua, wer hat mich denn jetzt gebissen? Ey, du dämliches Vieh, hau ab! Ich bin gerade in geheimer Mission unterwegs. Aua! Ja, beste Qualität bei Tag, ne? Oh, ich hab Schwämme, komm her, aua! Oh, aber du blödes Mistvieh! Hau jetzt ab, du! Du dämlichen! Nee, dafür steht Hagen kein Spaß. Ich will das jetzt hier pflücken! Der hier, Schwämmi, der hier. Oh, was ist denn hier los? Warum geht der hier alleine hoch? Was soll das denn? Der hier ist das. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wohin muss ich drücken? Weiß ich nicht. Ich suche mir auch noch einen, aber ich wollte zumindest dir erstmal den überlassen. Weil du bist der Haupt. Okay, ich muss nach rechts.
Naja, ich weiß nicht, ob ich, inwieweit ich meine noch aufwerten kann. Das kann ich jetzt nicht sagen. Na, ja, das habe ich nämlich schon vermutet, dass Hanni da mehr gemacht hat. Nee, was heißt mehr gemacht? Ich hatte nur Glück. Ja, ja. In welche Richtung muss man das denn nochmal machen? Also bei mir nach rechts. Nach rechts. Ja. Aua! Mann! Also jetzt reicht's! Also irgendwann hat die Geduld auch ein Ende. So, jetzt kann ich das nochmal sammeln. Irgendwie Trottel. So. Tadellos und Tag. Sehr schön. Wie viel Wertung haben die denn, Nebelblütendinger? Na, ich habe die in 83 gekriegt bei ausgezeichnet. Ja, ich auch. Na, also höher kriegst du die wahrscheinlich nicht, es sei denn, wir würden dieses andere Zeug essen. Und was brauchten wir noch? Thanatorzahn, Geröllfeld-Thanatorzahn, den habe ich aber letztes Mal nur gelootet. Den habe ich auch. Okay. Ja, und diese Nebel-Dings. Okay, dann haben wir ja alles, ne? Ja, dann würde ich sagen, werden wir mal gucken, was wir dabei rauskriegen. Guck mal, hier ist doch noch, hast du schon die Waldriesenstation? Haben wir die schon? Die was? Na hier, dieses Lager hier. Waldriesenstation. Nö. Ja, dann können wir doch dahin. Ja, ich würde mal sagen, da laufen wir mal hin, damit wir die mal freischalten da. Und das hier mit der Rohre, das war wohl eine Baustelle, da haben sie versucht, was aufzubauen, aber... Dann haben sie abgebrochen, weil sie kein Geld mehr hatten. Oder weil sie kein Benzin mehr hatten, weil wir alles in die Luft gejagt haben. Wer weiß das schon. Ja, du, darum ströbern die jetzt so viel im Wald rum. Ja, weil die nichts mehr haben. Ja. Ja, das sieht ja komisch aus hier. Oh, da sind Kisten. Ja, aber nichts Interessantes für mich dabei zumindest. Das hat mir gedacht. Sag mal, hast du hier mit so einem Tier gekuschelt, was sich jetzt zugedeckt hat? Nö. Das machen die auch manchmal von alleine. Ach so. Na, dann ist ja gut. Sieh dich an, so eine robuste und doch dezente Pflanze. Wir Gametiere sind dir in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Aha. Darf ich dich mal ansprechen? Vielleicht hast du ja was Gutes. Und darf ich dich mal ansprechen? Bist du von der Gametiere-Kunst? Darf ich mal in ihren Beutel gucken? Ich darf dir nur verraten, dass Moos dabei eine zentrale Rolle spielt. Moos sieht brüchig aus, ist aber unglaublich robust. Ich habe auch den süßen Obstsalat bekommen. Daraus gemacht. Möchtest du es? Habt ihr nicht gerade noch von Moos gesprochen, so feucht und am Poppes und so? Ja. Das haben wir gehört. Ob das hier feucht ist, weiß ich nicht. Nee, aber darüber habt ihr vorhin gerade gesprochen, deswegen muss ich eben ein wenig schmunzeln. Süßer Obstsalat. Oh, ich könnte ja so einen Obstsalat könnte ich jetzt auch essen, aber wir haben leider keinen mehr. Hab ich heute auch gegessen. Echt? Zum Abendbrot. Nee. Stimmt, nicht zum Kaffee. So, dann werden wir mal das Lager hier aktivieren. Zeitmanagement ist sowieso ein bisschen anders, wenn man dann in Spätschicht ist. Ja. Aber ich kann ja noch mal was auftauen. Na, wir haben ja noch einen Beutel. Na, wir haben sogar zwei oder drei. Kannst du ja mal wieder so ein Juicy machen? So ein, ja, habe ich auch schon überlegt. So ein Fub, bisschen mit Eis. So, was können wir denn damit jetzt basteln, Jemmy? Warte, muss ich tatsächlich selbst mal gucken. Irgendwo muss das mir anzeigen. Ich glaube, nee, der war Kopfschutz war es nicht. Ich glaube, Lendenschurz wollte ich da. Lendenschurz? Nee. Nee, das war mit Zahn. Das war das. Nee. Hast du nicht gesagt, der Armschutz? Armschutz? Nein, Armschutz war das auch nicht. Füße? Brustschutz? War das was für die Füße? Nee. Brustschutz? Nein. Hä? Kopfschutz? Was? Schwerer Bogen? War das jetzt? Ich glaube, es war ein schwerer Bogen, oder? Nee.
Wofür habe ich denn das jetzt? Was? Wofür habe ich das jetzt gesammelt? Ich kriege noch allzu viel hier. Hä? Oder brauchten wir eine Regendistelfaser? Nee. Nein, Fasern war egal. Doch, das ist der Maskenmacher Lendenschutz, glaube ich. Ja, Maskenmacher Lendenschutz, genau. Da brauchten wir die Faser, einen Zahn und einen Zapfen. Ja, genau, das war's. So, herstellen tut er bis 256. Ja, laut dem Rezept. Durch meine Skillung dürfte ja mehr bei rauskommen. Gucken wir mal. Er will 299 herstellen. Das gelobe ich mir, das machen wir. Das mache ich auch. Und gleich Lendenschutz. So, gleich ausrüsten. Sehr gut. Nahkampfwiderstand, Fernkampfwiderstand. Schön. Also, das gefällt mir gut. Nur 299, wenn du das auf alles machst. Wenn ich mir überlege, vorher hier bei 150. Habe ich den jetzt ausgerüstet oder nicht? Ich muss ihn mal gleich mal gucken. Also, ich habe es tatsächlich ausgerüstet. Ja, doch, ich auch. So. So, Rajendas Knochenschützer oder den? Aber weißt du, ich habe da eine richtige verblödete Mod, muss ich dir mal ganz ehrlich sagen. Also für diesen Lendenschutz habe ich keine vernünftige Mod. Ja, es kommt drauf an, wie man spielt, glaube ich, ne? Also hauptsächlich, wenn man die Basen und so machen will, dann ist REA-Schaden auf jeden Fall das, was man wählen sollte, weil nur Schwachstellen-Schaden ist einfach zu wenig. Aber weißt du, was mir auffällt bei diesen Stirnbändern, die ihnen ausgezeichnet sind, ne, diese Entwürfe. Es ist egal, welchen du nimmst, beide, also alle drei gehen bis 215, also auf, ne? Sag ich jetzt mal. Mhm. Guck mal, hier gibt's ein Sarentu-Stirnband. Okay. Weil wir sind ja Sarentu. Ich habe jetzt einmal Knochenschützer. Knöchelschützer. Knöchelschützer weg. Von Rajendar. Da sind die von Unilock aber besser. Die gehen bloß bis 227, also beide. Ja, und wie kommst du darauf, dass die von Rajendar besser sind? Ja, weil ich den Fernkampfwiderstand da drin habe. Ah, es gibt auch noch Sarentu-Knöchelschützer, die habe ich. Die gehen auch bis 227. Wo hast du das her? Sind das ausgezeichnete? Ja. Ja, dann hast du wieder irgendwas gemacht, was ich nicht gemacht habe. Ah, ich weiß, warum ich das bekommen habe. Ich glaube, weil ich die Clan-Quests schon ein paar gemacht hatte. Weil, wie gesagt, die kann ich ja hier nicht machen, die muss ich ja separat machen. Und da habe ich, glaube ich, ja. Siehst du? Und genau das ist das. Ich kann ja nur das mitnehmen, was wir hier gemacht haben. Und Schwachstellenschaden, ja, vom Prinzip her wäre es egal, ob man den... Das so, warte mal, lass mich mal gucken. Aber Rajendas Knöchelschützer, da ist ja eben halt ein bisschen Widerstand dabei, ne? Aber weißt du was? Nee, wir machen das mal noch anders. Einen schweren Bogen wollte ich ja auch noch einen besseren. Ah, warte mal, ich überlege gerade, zwischen diesem Unilock und Sarentu ist kein Unterschied irgendwie mit den... Mit den Endwertigkeiten, mit dem Maximum nicht, nee, aber die Effekte, die da dran sind. Nee, auch die Effekte irgendwie nicht. Okay. So, Oder? Solex schwerer Survival-Bogen ist immer noch der Bogen der Wahl. Der schwere, meinst du? Der schwere Survival-Bogen. Ja, von Solex. Alle anderen gehen nicht besonders hoch, ne? So, Horn. Wieso?